Während alle irgendwie auf Nvidia fokussiert sind und auf diesen KI-Hype, stellt sich heraus bei einem genaueren Blick unter die Oberfläche, nämlich bei einem Blick auf andere KI-Aktien, dass offenkundig die Blase bereits geplatzt ist. Denn mehr als die Hälfte dieser KI-Aktien ist seit Jahresbeginn im Minus. Das war 2023, also im Vorjahr noch komplett anders. Das heißt, die Mehrheit der KI-Aktien fällt bereits, aber alle glotzen sozusagen auf Nvidia und sagen, wow, der Goldrausch ist doch intakt. Wir wollen uns das mal anschauen und vor allem ist die Bemerkung interessant, dass jetzt plötzlich Artikel in der Financial Times auf Bloomberg kommen, die sagen, also dieser AI-Enthusiasmus, der ist überzogen. Blicken wir doch mal auf die Realität, schauen wir uns doch mal die Unternehmen an. Was sagen die denn? Was sagen die Unternehmenschefs? Wie schaut es denn aus mit KI? Und die Frage ist, wann das sozusagen die Großhirne der Wall Street erreicht. Ich glaube, der Augenblick, wo das passiert, ist nicht mehr allzu fern. Schauen wir uns mal das Geschehen an. Wir haben gestern Erstaunliches gesehen, Untypisches gesehen in diesem Jahr. Der Dow Jones, bester Index mit 0,77%, während der Nasdaq 100 um 0,79% gefallen ist. Wir sehen Energie, Utilities und Financials, die weitgehend verprügelt wurden in letzter Zeit, sind ganz vorne, während erfolgsverwöhnte Technology ganz hinten ist mit minus 1,12%. Und schauen Sie mal rechts hier die Charts von Nvidia, Qualcomm und Micron an, also alles Halbleiter. Werte, die haben alle große Reversals gesehen, Bearish Engulfing Patterns gesehen, wie man in die USA dazu sagt. Also ein Bild, nochmal stärkere Öffnung, Gap nach oben und dann bups, ging es nach unten. Und so haben wir gestern den zweitbesten Handelstag des Dow Jones zum Nasdaq gesehen. Also der Industriewerte, wenn man so will, der klassischen Aktienwerte in Relation zu den Tech-Werten. Da waren wir ja, oder sind wir ja nach wie vor auf den Tiefpunkten des Niveaus, auf den wir waren, als die Dotcom-Blase ihren Hochpunkt erreicht hatte. Ich glaube nicht, dass diese Grafik ein Zufall ist, dass der Dow Jones in Relation zum Nasdaq eben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase waren. Und bei Nvidia haben wir das Biggest Daily Reversal gesehen seit März. Dieses Gap nach oben über 140. Und dann haben wir bei um und bei 130 geschlossen. Also da ist Ebbes passiert. Und ähnliches gilt für die Halbleiterwerte, hier gemessen am VanEck ETF Semiconductor. Hier sehen wir ein ganz ähnliches Muster, das wir schon mal im März gesehen hatten. Damals ging es dann 17% nach unten für die Halbleiterwerte, die ja so massiv gestiegen sind jetzt zuletzt. Also, dass da mal irgendwann eine Korrektur kommt, das ist jetzt nicht, ich sag mal, ein Weltuntergangsszenario, sondern eigentlich etwas total Normales. Dementsprechend erhöhen sich jetzt die Wahrscheinlichkeiten einer solchen Korrektur, zumal eben diese Halbleiterwerte jetzt in den letzten beiden Quartalen 81% zugelegt haben, oder der Index, die Semiconductor Industry Index, das ist nur etwas weniger als in dem Quartal Anfang 2000, also schon wieder Dotcom-Blase, aber auch nicht viel weniger. Also wir sehen diese krasse Bewegung, die muss eine Korrektur erfahren. Eigentlich alles andere wäre schon erstaunlich. Viel hat wahrscheinlich auch der große Verfall heute dazu beigetragen. 5,1 Billionen Dollars werden hier bewegt in diesem großen Verfall über Index, über Single Stock Options. Vor allem Optionen sind ja immer wichtiger geworden. Wir sehen, dass Nvidia Optionen hier ganz, ganz klar führend sind. Und wir sehen hier mal, ich hoffe, das können Sie sehen, das Volumen, das gestern Nachmittag gehandelt worden war in verschiedenen Aktien. Und da haben wir, Nvidia ist so weit vorne, so meilenweit vorne, was die Volumina betrifft. Und dann gucken wir links mal, wenn Sie rechts das hier geguckt haben, im Vergleich mit Amazon, mit Google und so weiter, gucken wir links mal. Das Volumen unten im Chart, das ist ein bisschen über dem 50-Tages-Durchschnitt des Volumens bei Nvidia, also nichts Besonderes. Das zeigt, dass da unfassbar viel passiert, vor allem über Optionen, dass da dann auch die Dealer, die Verkäufer der Optionen praktisch mitmachen müssen. Und wir sehen eins, schauen wir uns doch mal den Vergleich an. Oder es ist ja viel gesagt worden, Cisco und Nvidia, dieser Vergleich Cisco. Da dachte man, die werden das Internet komplett dominieren. Das war damals keine unrationale Überlegung. Es ist
allerdings anders gekommen. Gucken wir uns mal hier an Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz. Dann sehen wir, Cisco war damals viel, viel günstiger, weil eben die Bewertung nicht so krass war in Relation zu dem, was passiert ist. Schauen wir uns mal Price-Book-Value an, also Marktkapitalisierung in Relation zum Buchwert bei 70 bei Nvidia. Bei anderen ohnehin nicht günstigen Halbleiterwerten in den USA ist es 6, also etwas weniger als ein Zehntel. Das zeigt so ein bisschen die Dimension. Und jetzt kommt das, was ich angesprochen hatte, hier ein Artikel der Financial Times. Und hier wird gesagt, also hier mit diesem Hype, aber schauen wir doch mal genauer hin eben. 60% der Aktien im S&P sind gestiegen, aber mehr als die Hälfte der Aktien, die im City AI Winners Basket sind, also ein Index, den die Citigroup erstellt hat, von Aktien, die normalerweise von dieser ganzen KI-Geschichte profitieren, die sind im Minus. Das heißt, die KI-Aktien entwickeln sich schlechter, wenn sie nicht gerade Nvidia heißen, entwickeln sich schlechter als sozusagen der Gesamtmarkt, als die anderen S&P 500 Unternehmen. Das ist erstaunlich und hier sagte der Trading Strategist bei Citigroup, es reicht nicht mehr 15 Mal KI zu sagen und die Leute springen dir auf den Schoß und kaufen deine Aktien. Also wir sehen, wir haben hier Bewegungen, vor allem finde ich interessant, dass das eben jetzt plötzlich kommt, dass solche Artikel kommen innerhalb dieser KI-Euphorie. Und was Sie hier sehen, ist ein Artikel auf Bloomberg, meine Damen und Herren. Hier wird gesagt, ja, Google hat ja gesagt, KI ist Magic, also ist magisch und so weiter. Und Jason Wang von Nvidia sagt, ja, alle sitzen auf Goldgruben, ja. Das ist ja immer toll, wenn alle auf Goldgruben sitzen, dann müsste es ja relativ viel Gold geben. Wenn es aber relativ viel Gold gibt, dann oder gäbe, dann wäre es nicht sehr viel wert, nicht wahr? Also hier sehen wir mal sozusagen diesen kritischen Artikel, den ich Ihnen auch verlinke, ebenso wie den Financial Times Artikel. Und hier sehen wir mal zum Beispiel jetzt unter Berufung auf eine Umfrage unter Unternehmen, da haben vor einem Jahr noch 93% der Unternehmenschefs gesagt, ja, also wir werden unsere Ausgaben in Sachen KI erhöhen. Jetzt sagen es nur noch 63%, also etwas mehr als die Hälfte, weniger als zwei Drittel, vorher noch fast alle praktisch. Und man zeigt hier unten diese Gartner Grafik, die zeigt, wir sind eigentlich schon bei den meisten KI-Aktien in einem Zustand der Enttäuschung. Wann beginnt die bei Nvidia? Das ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht, weil eben schlichtweg die Unternehmen ihre KI-Investitionen zurückfahren, weil sie eben sehen, das rechnet sich nicht so richtig. Das haben wir uns ein bisschen was anders vorgestellt. Hier Apollo, ein Analysehaus, Underworld, die sagt, also die KI-Bubble ist größer als die 90er Tech-Bubble, indem man einfach mal die Price-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, Top-10-Aktien, wenn man die Top-10-Aktien rausnehmen würde und den normalen Index sieht, dann sehen wir, dass eben hier auch 2020 schon sehr viel Blasencharakter war, damals Corona, damals die Fed die Zinsen auf Null gesenkt, aber wir sind schlichtweg extrem unterwegs und das zeigt sich dann eben Nvidia deutlich mehr wert als der gesamte UK-Aktienmarkt, als der gesamte französische Aktienmarkt, als der gesamte deutsche Aktienmarkt und das mit 30.000 Mitarbeitern, okay, das mit einem Umsatz von letztes Jahr 60 Milliarden Dollar, nicht schlecht, aber eben jetzt auch nicht so fürchterlich viel, muss man sagen, wenn man sich mal Apple anschaut, die haben mal ganz entspannt das 6-7-fache an Umsatz, klar, die Marge ist bei Apple deutlich schlechter, aber die Marge wird auch bei Nvidia schlechter werden, jetzt hat ja TSMC, die für Nvidia diese Chips machen, gesagt, wir werden die Preise anheben, auch für Nvidia, sodass die Marge dann nach unten gehen wird. Nur 19% der Aktien haben es geschafft, in diesem Jahr den Index out zu performen. Jetzt haben wir gesehen, dass die KI-Aktien sich schlechter entwickeln als die meisten S&P 500 Aktien, interessanterweise. Also da ist was im Busch und ja, es ist natürlich so, dass bei den großen Tech-Aktien die Gewinne schneller gewachsen sind als etwa jetzt bei den Durchschnittsaktien, sage ich mal, im S&P 500 und wir sehen, dass sozusagen je größer eine Firma ist, umso höher wird sie bewertet. Hier mal das Median Price to Sales Ratio, also Marktkapitalisierung zu Umsatz bei den großen Firmen, also Nummer 1 bis Nummer 50, 5,6, bei den kleinen Firmen, also
im S&P 500 gerankt, 451 bis 500, also sozusagen ganz hinten. Die haben nur ein Price-to-Sales-Ratio von 1,6. Das heißt, Größe wird belohnt und da ist natürlich auch was dran. Wenn du eine Apple bist und viel Cash hast, dann kannst du dieses Cash sogar anlegen und kriegst gute Zinsen dafür. Wenn du eine kleinere Firma bist und dir Geld leihen musst, dann zahlst du eben diese Zinsen. Das macht schon in irgendeiner Form Sinn, aber es ist eben überzogen, es ist zu krass, es hat eben diesen Blasencharakter, weil eben diese KI-Story wahrscheinlich so nicht funktionieren wird. Schauen wir uns mal an, was die Hedgefonds eigentlich im Depot haben. Microsoft Nummer 1, Amazon, die ja zuletzt schlecht gelaufen war, Ausnahme gestern. 2, dann haben wir Alphabet, also Google, dann Apple, Meta, erst an sechster Stelle, nie wieder. Und dann haben wir sowas wie Visa und so weiter. Eli Lilly, Johnson & Johnson, also nur mal so ein kleiner Einblick, ein Schlaglicht, was die so haben. Und ein Schlaglicht werfen wir auch mal auf Charts. Hier sehen wir unten den WIX, der gestern ja über 7% steigen konnte. Scheint da eine Bodenformation auszubilden, während eben wir beim Nasdaq 100 dieses Bearish Engulfing Pattern gesehen haben. Wie geht es heute weiter? Der Verfall wird natürlich schwer zu kalkulieren sein, so oder so. Wir haben hier mal den täglichen RSI beim Nasdaq und da waren wir ja über 80. Jedes Mal, wenn wir über 80 gekommen sind, gab es dann irgendwann eine Korrektur. Die kleinste war 4%, die größte 30,5%. Ich predige jetzt nicht den Crash, sondern sage, wir sind überhitzt und müssen mal ein bisschen ausatmen, weil schlichtweg die Dinge zu krass geworden sind. Und das in einer Situation, wo die Wirtschaft in den USA sich verschlechtert. Hier sehen wir mal den Economic Surprise Index von Bloomberg, der jetzt so tief ist wie seit 2019 nicht mehr. Und interessant ist, gestern sind trotz schwacher Daten, Philadelphia Fed Index, Erstanträge, Baubeginne, vor allem schwache Immobiliendaten, sind die Zinssenkungserwartungen nicht gestiegen. Wir haben ja gesehen, die Renditen für Staatsanleihen sind gestiegen, der Dollar ist gestiegen. Und wie gesagt, das trotz schwacher Daten. Und wir sehen, dass die Erwartungen der Haushalte in Sachen Einkommen so schwach ist jetzt wie seit 2011 nicht mehr. Normalerweise ist das kein gutes Zeichen, wenn die Konsumenten nicht mehr sich sicher sind, dass ihre Einkommen sich steigern werden, dann werden sie weniger konsumieren und das ist dann vielleicht auch der Vorgriff auf eine kommende Rezession. Wir haben bei den Märkten auch jetzt gesehen, dass die Liquidität geschrumpft ist um 50 Milliarden, die Bankreserven mit dem größten Fall seit April, als damals ja die Steuerfrist war. Hier sehen wir das Auseinanderdriften zwischen Liquidität im Bankensystem und eben den Aktienmärkten. Dann noch eine Bemerkung zu meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood. Hier liest man jetzt auf wie heißt das, Wikipedia, dass sie die drittgrößte Wohlstandszerstörerin sei, weil eben ihr Flaggschiff ARK Innovation so schlecht läuft und wir sind ja in diesem Jahr bei den Indizes nach oben gegangen, aber sie ist mit ihrem ARK Innovation mal eben 15% im Minus. Das muss man auch mal schaffen, weil sie eben eine Blasenjüngerin ist und auch daran sehen wir, dass die Blasen nicht mehr so gut funktionieren und das dürfte auch bald gelten für die Japanesen. Hier sehen wir mal heute Daten zur Inflation, die zeigen, die geht wieder latent nach oben. Die Bank of Japan hat ja schon gesagt, das sieht nach einer Zinsanhebung aus. Und wir sehen dennoch, der Yen wird abgewertet. Wir waren heute schon über der Marke von 159. Abschließend ein paar Empfehlungen, meine Damen und Herren. Aktienmärkte, der große Verfall, da gibt es Wichtiges zu beachten. Das ist die erste Empfehlung. Wenn Sie Leute haben, die das auch interessieren könnte, bitte weiterleiten. Der zweite Artikel, etwas Grundsätzliches. Wenn Sie verstehen wollen, warum in China die Wirtschaft nicht auf die Beine kommt und langsam das Vertrauen in die Führung in Peking erodiert, warum das nicht mehr lange sozusagen von Peking ignoriert werden kann, dann diesen Artikel, meine Damen und Herren, den ich empfehlen möchte von uns, von Finanzmarktwelt und abschließend dann eben die versprochenen Artikel Financial Times. Most stocks hyped as winners from AI boom have fallen this year. Erster Artikel und der von Bloomberg dann. Nvidia's explosive growth masks AI delusionment. Also da ist die Enttäuschung schon da. Also es sind insgesamt 4 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und jetzt empfehle ich mich auch und ich sage 40 Servus, ciao.